Liebe Zuschauer von NQ-TV, ich begrüße Sie zu unserer ersten Bodycheck-Folge in dieser Saison. Im Gespräch sind wir heute mit Trainer Stefan Meyer und Co-Trainer Dave Chambers. Trainer Stefan Meyer, das Abenteuer DL hat jetzt spätestens seit dem ersten öffentlichen Eistraining begonnen. Wie haben Sie sich jetzt selbst auf diese neue Phase vorbereitet? Ja, also jetzt ganz speziell haben wir noch nichts gemacht jetzt. Also jetzt für die DL natürlich schaut man sich dann Videos an von den Mannschaften. Man versucht sich ein bisschen ein Bild zu machen von der Spielweise, vom Spielsystem, das höhere Tempo. Und dann man geht aber Schritt für Schritt ran an die Sache und versucht halt das Team jetzt langsam einzustellen mit vielen neuen Spielern. Dass man da eine Einheit bildet, dass man da langsam die Struktur rüberbringt. Aber das geht, da braucht es seine Zeit. Dave, welcome here in Schwenningen. Willkommen, Dave. Sie haben so viel erreicht. Warum jetzt wieder eine neue Herausforderung? Ich bin gerne Co-Trainer, jetzt in der Phase meiner Karriere, dem Cheftrainer helfen und mich um die Verteidiger kümmern. Das hält mich jung und glücklich. Okay. Ja, Herr Meyer, wie sind Sie jetzt auf Dave aufmerksam geworden? Ja, also ich bin ja jetzt Jahr im Juni bin ich drüben bei der Roger Nelson Coaching Clinic in Windsor und Dave ist ja dort öfters als Speaker und eigentlich den Kontakt ein bisschen hergestellt hat Larry Juras, den wir beide sehr gut kennen und Dave hat für Larry Juras gearbeitet und dadurch ist der Kontakt zustande gekommen und nach längeren Gesprächen hat es dann geklappt. Dave, what do you think? Dave, was muss jetzt am Anfang alles richtig gemacht werden? Well, I think Stefan is organized. Stefan organisiert das alles sehr gut, gute Drills und dass die Mannschaft zusammenfindet. Es ist ein neues Team und dieses muss sich erst finden. Das ist eine große Herausforderung für die Trainer und für das Umfeld. Building and also with this team, it's a new team, so it's team building as well. The players have to get to know each other and form a team, and it's going to be a challenge for the team, the coaches and the whole organization. Ja, Herr Meyer, was würden Sie sagen? Jetzt Training letztes Jahr in der zweiten Liga, jetzt in der ersten Liga, muss man da auch das Training verändern? Nein, also ganz sehr viele Sachen. Man muss natürlich noch mehr auf Details schauen. Das ist wichtig. Was natürlich den Unterschied ausmacht, das höhere Tempo, die Passgenauigkeit, die härteren Pässe. Es geht auch ein bisschen mehr zur Sache physisch gesehen, weil die Spieler sind auch größer, schneller. Es ist alles um ein Tick besser von der Qualität her. Das ist der größte Unterschied. Dave, what would you say? Dave, auf was legst du als Trainer Wert? Well, I think obviously the work ethic is very important. So every player. Die Einstellung der Spieler ist sehr wichtig. Sie müssen immer da sein, hart arbeiten. Der Charakter ist wichtig, die Fitness, die Technik. Es braucht viele Dinge, aber vor allem die Motivation, besser werden zu wollen. Und zwar immer, sonst sollten sie in der Liga gar nicht spielen. And certainly the motivation to be better, to get better. I think every player should have that, or they shouldn't be playing in this league. That's for sure. Ja, Herr Meyer, jetzt haben Sie ja beinahe Stars in der Mannschaft, könnte man fast so sagen. Müssen Sie jetzt vom Führungsstil sich da irgendwie anpassen oder die anders anpacken als jetzt beispielsweise Spieler der zweiten Liga? Nein, ich glaube, da ändert sich jetzt nicht viel grundlegend. Man schaut schon, vielleicht die Kommunikation zu erhöhen. Also die individuellen Meetings mit den Spielern sind sehr wichtig, auch ein Gefühl zu bekommen, insbesondere wenn man sehr viele neue Spieler hat. Muss ja auch verstehen, wer mit wem funktionieren kann, von der Spielweise her, mit der Linienzusammenstellung her, die Konstellation und so. Also von Umgang her war ich eigentlich immer schon ein Trainer, der sehr viel auf Kommunikation setzt, also auf individuelle Meetings, auf den Feedback von den Spielern, wie sie sich fühlen, um dann einfach ein besseres Gefühl zu bekommen, was die beste Entscheidung dann ist für das Team. Okay, Dave, you were coaching in Italy and Switzerland. Dave, du warst schon Trainer in Italien, Kanada und in der Schweiz. Sprichst du eigentlich auch Deutsch? Did you learn some in Switzerland? Mein Deutsch ist nicht gut. In der Schweiz habe ich fast nur Englisch gesprochen. Ich habe dort zwar Deutschstunden genommen, die Spieler haben aber gesagt, sprich Englisch, dein Deutsch ist nicht so gut. Wenn ich also Englisch sprechen kann, dann mache ich das lieber. I prefer to speak in English because German maybe I don't sound so good. Sind weitere Deutschstunden geplant? Ich habe meine Bücher dabei und werde daran arbeiten, aber eigentlich ist Französisch meine zweite Sprache.
Herr Meyer, in 5 Tagen ist quasi schon das erste Testspiel hier zu Hause gegen Basel. Es ist natürlich sehr früh. Kriegt man die Mannschaft jetzt fit bis zu dem Moment oder wie sieht's aus? Also mit Fitnesslevel, da sehe ich weniger Probleme, weil einfach alle, haben ja auch die Testergebnisse gezeigt, sind in gutem Zustand zum Trainingscamp gekommen. Es wird mehr, noch länger müssen daran arbeiten, an Abstimmung, an die Linien zusammenstellen, dass die Spieler finden. Da braucht es etwas Geduld, aber ein Spiel ist immer ein sehr guter Gradmesser, wo man steht, was funktionieren kann, was weniger funktionieren kann. Deswegen, für mich kommt das gerade zurecht, das erste Spiel am Freitag. Dave, du hast mehrere Bücher geschrieben. Was würdest du sagen? Was braucht man, um ein richtig guter Hockeyspieler zu sein? Well, for sure, you have to. I mentioned before, you have to be motivated. And jemand muss hoch motiviert sein. Die Erfolgreichen sind immer sehr motiviert. Die physischen Attribute sind auch sehr wichtig: Kraft, Schnelligkeit. Und du musst allgemein ein guter Sportler sein, breit ausgebildet sein und vor allem ein Teamplayer. Egoisten will man nicht in der Mannschaft haben. Und Mannschaftsgeist ist am allerwichtigsten. Technical skills are very, very important. And then you have to be able to be on a team. Play as a team and be a good teammate. Work with your teammates to be successful. Nobody wants to play with somebody that is just interested in themselves and they're selfish. They have to be a team player first. Exactly. Herr Meyer, Sie spielen natürlich jetzt auch gegen Mannheim, München und Berlin, große Mannschaften mit einem großen Namen. Wie stellt man jetzt eine Mannschaft auf diese Mannschaften ein? Ja, wir versuchen jetzt einmal in erster Linie, dass wir zu unserer Struktur finden, dass sich die Mannschaft findet, dass ich die Linien kennenlerne, also die Spieler, dass das funktioniert und dann werden wir uns einzeln auf die Gegner vorbereiten. Wir wollen jetzt auch nicht zu weit nach vorn schauen, wirklich Schritt für Schritt gehen und dann die Sache angehen, sobald es sich ergibt. Natürlich ist das eine riesen Herausforderung, gegen solche Top-Teams zu spielen, aber wir dürfen auch jetzt nicht vor Angst erstarren, sondern unser Spiel spielen, kämpfen bis zum Umfallen und schauen, das Beste daraus zu machen. Okay. Ja, vielen Dank. Thank you very much. Ja, liebe NQTV-Zuschauer, das war es für heute hier von der ersten Bodycheck-Folge und morgen geht's weiter. Schalten Sie wieder ein.